Müssen ja irgendwie am Rand sein, die Bilder. Ne, Storage ist einfach keine Kunst. Da ist nix. Ist jetzt im Diner aber auch gerade nix. Können die auch... Können die auch woanders sein oder müssen die unten im Bunker sein? Ich glaube, die sind unten im Bunker. Deiner ist Bats. Auch nix. Jetzt bin ich hier in dem Pyramidenraum, aber hier ist ja keine Kunst. Das ist eine kunstfreie Zone. Ist das hier das Diner? Das ist das Diner. Und Diner soll auch ein Bild sein irgendwo. Angeblich. Ah, jetzt geht's los. Das verlorene Bild. Bild das verlorene Bild. Die hört man aber auch recht stark, ne? Hört man die gut? Schau du mal, ob du hier was hörst, irgendwie bei deiner. Ja, ich höre was. Oder? Oh, wo ist es denn? Nimm mal den Zombie. Irgendwas höre ich. Aber wo? Ha. Ha. Höre ich das andere Bild noch? Ist das so laut? Aber hier höre ich es nicht mehr. Hier höre ich es nicht mehr. Sag mal leise. Nee, nee, hier. Ha. Hörst du das nicht? Nee, ich habe nicht so guten Sound gerade hier. Weil ich nur einen Ohrstecker quasi drin habe, um... Ich höre definitiv was, aber ich sehe nichts. Hier in dem Gebiet, aber hier ist doch nirgends von Bild. Warte, ich komme wieder runter, Vorsicht. Hier ist nirgends von Bild. Muss ein Bild sein irgendwo. Ich höre hier was. Hier hört man halt so ein... So ein Glitzergeräusch. Na, es muss ja auch noch irgendwie grün dampfen, oder nicht? Ja, ja. Es ist von dem. Meinst du? Ja, aber hier wird's ja wieder stärker. Hier wird's super stark. Und hier drüben höre ich, hier wird's ja schwächer. Und wenn ich jetzt hier wieder in die Area gehe, wird's wieder stärker. Hier, als wäre es in... Ist es vielleicht ein Umzugskarton? Vielleicht will er irgendwo drauf schießen, dass irgendwie was runterfällt oder so? Nee. Hier ist es so stark, dass ich wirklich denke, ich stehe. Schieß mal irgendwo gegen oder so. Hab ich schon. Ich kann es ja nicht auf der anderen Wand durchhören, weil wenn ich hier hingehe, ist schwächer. Und wenn ich hier drüben hingehe, höre ich gar nichts. Doch, ich höre es ja auch. Ja, man hört es ja irgendwie. Kann man einen Bug haben? Weiß ich nicht, ob man einen Bug haben kann. Ja, aber hier ist ja nichts. Und die müssen unten im Bunker sein, hundertprozentig. Im Bunker sind die ja, steht hier, around the bunker. Vielleicht müssen wir mal loslegen. Vielleicht kommt das letzte, wenn man die anderen beiden hat. Keine Ahnung. Was ist das denn? Quatsch, Alter. Das ich weiß es doch selbst nicht. Oh, ich habe ein Schildteil gefunden. Hier ist eindeutig eins. Im Diner höre ich eindeutig ein Bildgeräusch, aber ich sehe es halt nicht. Aber so unauffällig sind die eigentlich nicht, finde ich. Nee, eben, Alter. So. Ja, hier wird es laut. Wenn ich hier hingehe, wird es ja schon leiser. Und hier dann wieder lauter. Aber hier ist ja nirgendwo ein fucking Bild. Es muss ein Bild sein. Es muss ein Bild sein, denke ich, ja, klar. Na, guck, wenn ich hier runtergehe. Geh mal davon aus. Es ist alles nicht so einfach heutzutage. Eindeutig hier. Du, ich sehe hier gar nichts.
Nimm mal einen Zombie. Komm in Ding, in da Alter, wo die Betten sind. Ich bin hier, ich bin unterwegs. Jo, kannst hin. Ich sehe da kein Bild. Also entweder bin ich blind und doof. Ja, wir sind ja irgendwie so eine Mischung aus allem. Ja. Hörst du das denn nicht? Teleplattform-Bild oder so. Vielleicht qualmt es nur ganz zart. Also ich höre es definitiv da. Vom Geräusch her höre ich das. Und es ist nicht das andere, das durchstrahlt, weil... Ja. Nee. Es ist was, ne? Ja, vielleicht sollten wir mal die anderen beiden machen, wir haben ja nichts zu verlieren. Ah, Moment, kann es... Ist es hier drüber im Haus? Du meinst über uns. Warte, ich geh mal oben gucken. Geh mal oben gucken. Haben wir überhaupt ein Haus über uns? Nee. Doch nicht das Haus, was ich suche, glaube ich. Doch, hier ist es. Ich hab's. Na. Okay, also ich werde jetzt den Zombie töten. Ja, vielleicht kriegt er direkt krieg ich Hirnfäule. Hirnfäule, ja, wir testen's. Aber eigentlich stirbt der Letzte, glaube ich, immer. Ja, ist tot. Gut, du solltest deine Waffe hier mal punchen, da wo ich bin. Vielleicht hast du auch Glück und kriegst hier einen Fäule. Aber am besten nicht wirklich groß Zombies erschießen, sondern immer wieder ein bisschen warten, bis ich einen hab. Schieb die rein, die alte Waffe. Mann, wo sind denn die Zombies? Hirnfäule. Ich hab Hirnfäule. Komm, hier ist ein Bild. Er geht hin, ja. Okay. So, ich geh zum anderen. Geh du hoch ins Haus. Ich gehe hoch ins Haus, okay. Lalalala, wie komme ich hier raus? Was ist denn mein Ding? Hast du den Code aufgeschrieben? Nee, machen wir danach, oder? Ja, erstmal Bilder. Kein Stress. Jetzt gerade stirbt nämlich keiner an Hirnfäule. Na. Komm schon, Baby, gib mir die Fäule. Ich brauch die Fäule. Ja, bei mir will auch keiner Fäule haben, irgendwie. Ah, jetzt. Ja, reißt es runter, genau. Nieder mit der Kunst, wir hassen Kunst. So. Ja, komm, ja. Bringen Sie die Codes jetzt zur Operationsbasis. Okay, ich hab einen 9512. Warte, warte, 6, 7, 6, 8. Was war deiner? 9512. Okay. 9512. Ich guck den anderen, Moment. Und der letzte ist 3108. 3108. Okay, notiert. Alter, wir sind weiter als das letzte Mal. Ulala, Schakalu, ich bin Dr. Schakalu. Und die Kinder spucken uns nicht mehr an. Bitte spucken nicht, doch. Kinder. Sogar noch mehr als denkst vorher. Denkst du echt, die hassen uns jetzt noch mehr? Die sagen, wie lange gebraucht? Ich hab mit Kusken gemacht, 6 Minuten. Speedrun, super Easter Egg, boy. Boy, ich hab nicht mal Finger verwendet, alles mit Yadak. Hast du Zombies? Ja. Damit ich hier, ne? Gib die Dinger ein. Haben wir 6, 7, 6, 8. Warnung. Enter. Das Fenster zur Autorisierung schließt sich in einer Minute. Na, ist ja egal, wir haben sie ja alle. Vorsicht mit deinem Hirnfäule-Zombie da hinten. 9512 Enter. Und 3108 3 1 0. Ah. Oh. Geil. Oh. Habt ihr die mit der Adermann eingegeben? Habt ihr den Code mit der Adermann eingegeben? So. Alter, wir haben Grundwert 3 respektiert. Ich hab direkt mal einen Black Power Cruise. Könnt, wenn jetzt der Strom ausfällt, weiß ich, bei welchem Step wir auf jeden Fall sind. Ja, mach mal weiter. Was muss jetzt als nächstes gemacht werden? Mr. Galvermann.
Ja, weiß ich nicht. Ist der Strom noch an? Ja, oder? Ich glaube schon, warte, vielleicht nochmal Rushmore antippen? Tipp ihn nochmal an. Ja, nochmal Zugriff. Von Broken Arrow. Beschütze den amerikanischen Traum. Sie werden jetzt ihren Patriotismus, Alter. Beweisen. Hund, ein Mixer? Sie benötigen einen Hund, einen Mixer, George Washingtons Zahnprothese. George Washingtons Festmarkprothese. Neuer Plan. Ja, damit hat er keine Ahnung, wenn Sie Batterien leer sind. Bitte beeilen Sie sich. Schon wieder rein. So, nee, jetzt müssen wir. Jetzt kannst du nicht einfach wieder Strom anmachen, glaube ich. Schalten Sie einfach den Strom wieder ein. Ja, oben der Schalter dürfte jetzt nicht mehr viel bewirken, glaube ich. Wir müssen jetzt in den Keller gehen und da sind Switches irgendwie. Warte mal. Ne, siehst du? Er hat gerade gesagt, wir sollen seinen Computer mit Wodka machen. Okay, warte. Fütter du mal hier die. Ich gehe mal runter in den Keller. Also, ich soll jetzt die Zombies kiten. Ja, oder? Weiß ich nicht. Ja, dann mach doch mal den Keller, Mann. Kannst natürlich auch, wenn du willst, ne? Nee, ich hab grad ne Adamant Dry in der Hand, mir geht's gut. Adamant Dry? Adamant Dry, garantiert nicht für Senioren. Sind Sie ein junger Spritzer? Dann brauchen Sie was Trockenes so. Im Mund. Ich muss jetzt hier die... Hier müssen so Stromschalter sein, die muss ich aber jetzt erstmal alle finden. Hier im Diner müsste einer sein, da. Diner muss oben sein, Diner ist oben, oder? Ne, deiner ist. Genau, hier ist deiner. Alles klar, deiner ist. Ist egal oben. Wie ne, oder irgendeine Reihenfolge. Nee, also die müssen nur in der richtigen Position stehen. Die Reihenfolge ist erstmal egal. Betten. Bei den Betten ist auch einer. Das ist eine Falle. Nicht, dass ich hier eine Falle aktiviere. Sind wir jetzt eigentlich recht weit im Easter Egg oder? Ja, fast fertig. Wurst? Und danach geht Medusa los, ne? Das Medusa-Egg. Das Medusa-Ei. Ich muss jetzt erstmal hier Lichtschalter finden. Vorher macht Medusa nämlich gar nichts. Außer ich muss mich erstmal ein bisschen. Weißt du, wenn die Hoden irgendwie so schlecht liegen beim Sitzen, das ist nicht schön. Wo ist denn im Bettenraum der Schalter? Ich musste erst meine Balls ausrichten. Im Bettenraum der Schalter. Ich finde nichts. Die aber auch so schlecht. Da. Betten. Den machen wir mal nach oben. So, was habe ich jetzt? Deiner habe ich und Bett habe ich, ne? Deiner und Bett. Okay, deiner und Bett habe ich. Dann, ich mal weiter. Deiner und Bett habe ich. Lounge. In der Lounge muss der Schalter sein. In der Lounge. Da. In der Lounge, der ist unten. Das ist richtig. So, Bett, deiner, Lounge. Da brauche ich Solitary, Generator und Storage noch. Das Exit. Glaubst du, wir sind skilliger geworden oder das Easter Egg ist leicht? Das Easter Egg ist wirklich einfach. Das muss man mal zugeben. Ja, brauchst du dich nochmal an die lesbische Seemöwe? Die lesbische Seemöwe? Ne, das will ich nie wieder tun. Echt? Kein Bock mehr drauf. Aber der Banjo-Geist. Ja, ne, hätte ich keinen Bock mehr, jetzt das nochmal von vorne anzufangen. Und der Elefant? Wo bin ich hier? Generator. Generator muss ab. Ich würde voll gerne mal den Elefant sehen. So, Solitary und Storage noch. Wo ist denn Solitary? Da ist Storage. Da ist Solitary. Hier ist schon der Schalter. Solitary machen wir mal runter. So, und jetzt brauche ich eigentlich nur noch Storage. Wo ist der? Da hinten. Storage, sagt er, muss down. Storage down. Das hier ist schon echt so eine Fun-Map eigentlich mehr so, ne? Findest du? Ja, weil du kannst ja noch viel Spaß mit den Codes machen und so, ne? Also müssen wir irgendwann mit den Codes ein bisschen rumspaßen. So, positives Ergebnis haben wir jetzt. Ja, dann machen wir den Saft wieder an. Bist du hinten am Schalter zufällig in der Nähe? Ja, ich kann da rein joggen. Geh mal rein, mach mal den Saft wieder an. So. Morgen schon hat Adamant im Mund? Was? Guck mal, jetzt leuchtet es ja richtig schön gülden. Und der da wäre? Dann drück mal drauf. Soll ich nochmal drücken oder was? Ja, ich glaube, du musst nochmal drücken. Doppeldrück. Soll ich mal gucken? Und nun der fünfte und letzte Grundwert von Projekt Broken Arrow.
Bereite dich vor auf das Morgen und die Zukunft der Menschheit. Solange wir vorbereitet sind, hat die Menschheit eine Zukunft. Wo sind die Zombies? Sie dürften unsere ADAM-Einheiten schon kennengelernt haben. Er erzählt doch gerade eine Geschichte, deswegen verschwinden die wahrscheinlich. Wir haben Respekt. In einem Fall wir müssen jetzt Mannequins finden, deren Körperteile wir brauchen. Lebenskraft gefangen. Das ist bei dem Unfall passiert, der diese Einrichtung abgeriegelt hat. Fragen Sie lieber nicht. Diese Lebenskraft gehört jemandem, der für die Zukunft der Menschheit von großer Bedeutung ist. Aber Sie müssen die Einheit reparieren, um ihn zu befreien. Der Geist von 76. Der Geist von 69? Das macht alles gar keinen Sinn. So, was müssen wir tun? Kreis, erklären Sie. Mannequins finden müssen wir jetzt. Hier ist ein Mannequin, der ist neu. Hier ist ein neuer Mannequin im Knast. Der leuchtet blau hier. Leuchtet der auch so blau? So wie der hier? Wo leuchtet er? Nee. Hier, der hier. Den müssen wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, müssen wir den anschießen oder so? Oder was müssen wir damit machen? Warte mal. Ich habe irgendwas gemacht. Irgendwas ist da. Gute Schmähling. Oh, oh. Close up. Wir werden eingeschlossen. Dann schieß. Shoot the way. Achtung. Da ist der Flammen. Alles legal, oder? Naja. Alles legal hier. Alles darf raus. Achtung, lass es mal liegen. Dann mache ich hier schon ein bisschen Schnetzelmetzel. Der Hirnfäule, Dude, rennt einfach raus. Tut mir leid, Jungs, ich schaue es vorbei. Aber müssen wir irgendwie Seelen sammeln oder so? Nee, ne? Weiß es nicht. Einfach töten. Max Ammo, alle Menschen sind gleich. Alle machen mit. Großen Seelenpool. Endlich mal wieder ein bisschen Action! Ja, so ist das. Easter Egg muss halt will Weile haben. Das ist aber voll das Chill-Egg. So, einer ist weg. Können wir da was einsammeln? Muss irgendwie ein Arm liegen oder sowas. Haben wir das? Keine Ahnung, ich habe nichts gesammelt. Ja doch. Ein brauchbarer Arm, hat er gesagt. Sie haben da einen brauchbaren Arm. Doppelpunkte! Okay, haben wir eingesammelt. Ja, im Verhörraum ist irgend so ein Dude. Aber der leuchtet nicht blau, glaube ich. Muss mal gucken. Männlich. Okay, warte, ne? Jetzt sind wir ja schon wieder am Runden. Ja, hier ist einer. Ja, nee, aber der leuchtet nicht blau. Aber woher kam der? Kann man dem seinen Kopf entfernen? Der muss blau leuchten. Nee, den kann man aber nicht zerstören. Da hinten... Ah, nee, das ist der Teleport. Ein bisschen wie die wahrscheinlich ablaufen. Ja, irgendwas, was man schön trennen kann. Es wird irgendwas sein, wo man trennen kann. Ja, wo man halt schön closen kann. Steht da nicht aber irgendwo wie wo in der Beschreibung? Da steht, you have to find the mannequins. The mannequins. The mannequins around the map. Around the map? Und die müssen ein bisschen blau leuchten. Ich gehe mal unten in Le Bunker. Können auch unten sein. Hier ist einer im Diner. Okay, warte, ich komm. Ich nix aktiviere dann. Ich komm. So, ich bin da. Und ab geht's. Pew! Mannequin Time! It's Mannequin Time! It's Mannequin Maniac Time! Ich will schon immer ein Mannequin sein. Ich fühle mich so Mannequin-männlich. Ich muss sagen, diese Hirnfäule ist schon lässig. Das ist eigentlich ganz entspannt, ne? So. Ja, du hast halt so ein... Ich will jetzt nicht Sklave sagen, weil das wahrscheinlich wieder politisch nicht korrekt ist, aber... Ja, was hat er... Was mag er am liebsten? Flüssigstops? Diese ADAM. Das ist doch schon irgendwie nah an Adermann dran, ne? Ja, also, ich... Adermann-Männchen. Der Adermann-Mann. Der Adermann-Mann. Ein Held mit einer blauen, strammen Ader der Lust. Adermann, Mann. Stramme Lustader? Stramme Lustader. Eine blaue, stramme Lustader, ja. Jetzt neu, Adermann Blue. Der Party-Joke für Jung und Alt. Oh, Moment, ist wieder offen, ne? Ja. Okay. Dann vorsichtig, ne? Schön was übrig lassen. Oh, hier ein Freundes. Boah, da kommen aber super viele Boys. Haben wir ein Teil eingesammelt irgendwie? Nee, ich hab nichts eingesammelt. Dann muss es da liegen. Dann muss es da liegen, weil ich geh mal gucken. Aber ich werd hier gerade bedrängt von 400 Zombies. Lass dich nicht so stark bedrängen. Ich krieg hier gerade einen Bedränger hier. Können Sie auch einen passenden Kopf auftreiben? So, und jetzt müssen wir noch einen passenden Kopf auftreiben. Das heißt, wir brauchen noch so einen blauen Dude.
Wir brauchen noch einen blauen. Nachdem mit der Rude brauchen wir jetzt einen blauen. Generatoren, geh ich mal gucken. Ich mein, Generatorraum ist doch auch so ein typischer Abschlussraum hier, oder? Ja, das ist so ein, man könnte zumachen Raum. Ich bin jetzt hier mal hier noch oben unterwegs. Hier waren wir schon. Kann der auch in einem Gebäude oben sein? Dass man ins Gebäude eingesperrt wird? Obwohl, es wäre ziemlich assi. Es wäre ziemlich assi. Wir hatten jetzt den Diner-Kampf, ne? Ja, das war der Diner-Kampf. Bei der Diner-Kampf waren wir schon in den anderen Räumen. Ist Lager war ich noch nicht. Und Solitude. Lager könnte es sein. Also sind drei Stück, ne? Es sind drei Teile, ja. Ich wünschte, man könnte mehr Teleportplatten haben. Ist ja voll lässig. Ja, vielleicht geht das irgendwie mit einem geheimen Trick. Teleportplattformhersteller hassen diesen Trick. Teleportplattform. Ja, so muss man News schreiben. Ja, ja. Teleportplattenhersteller hassen diesen nichts. Trick. Hier ist zwar grüner Nebel. Aber kein Mannequin. Nix Mannequin. Mexican Mannequin.